Warum brummen Hochspannungsleitungen? Das hört man vor allem bei Spuddelwetter, wenn sich Wassertropfen an den Seilen bilden. Durch den Wind sind die Leitungen immer wieder leicht am Schwingen. Und genau diese Schwingung sorgt dafür, dass sich die kleinen Tropfen bewegen. Und jetzt kommt's. Durch die Bewegung werden die Tröpfchen aus ihrer natürlichen Kugelform auseinandergezogen, verformen sich und kehren dann wieder zurück in die Ursprungsform. Das findet ganz schnell statt und versetzt die umliegende Luft in Schwingung. Das erzeugt ein tiefes Brummen, das wir aber eigentlich nicht hören. Nur wenn viele brummen, summiert sich das Geräusch und wird für uns hörbar. Egal ob Winter oder Sommer, es brummt immer. Nur die Lautstärke ändert sich wegen der Anzahl und Größe der Tröpfchen. Das nächste Mal, wenn es dir auffällt, weißt du also Bescheid.